Hallo YouTube, Taiwan 1992 wieder hier mit einer neuen Review und heute stelle ich euch das Schwarz-Weiß Trial Deck vor und zwar von Fate/zero. Ja, Schwarz-Weiß ist ein Kartenspiel, was in Japan und auch in Amerika rausgekommen ist. Die Decks basieren alle auf Animes. Hier haben wir zum Beispiel Fate/zero, es gibt auch Fate Stay Night, Sword Art Online, Sengoku Basara und zig andere. Und ich als großer Fate Stay Night Fan musste mir das Deck natürlich kaufen, als ich gesehen habe, dass es ein deutscher Shop für gerade mal 12 Euro oder so vom Verkauf hatte. Ja, und dann wollen wir uns das Deck doch mal ansehen. So, hier haben wir erstmal die Verpackung. Die finde ich ist schon mal, sieht schon mal sehr cool aus. Die Hauptkarte natürlich, wie bei uns, wie man es aus dem Yu-Gi-Oh! Deck kennt. Vorne, oben noch der Schriftzug. This is the story that goes back to Zero. Ne? Fate Zero ist ja die Vorgeschichte zu Fate Stay Night. Und hinten nochmal, was da denn alles drin ist. So, machen wir das nochmal auf. Schauen wir uns die Karten mal an. Also ich muss auch sagen, ich habe mir das jetzt nicht gekauft, weil ich damit spielen will oder so. Ich habe es wirklich nur gekauft, weil ich die Karten optisch hübsch fand. Aber es ist dasselbe Prinzip wie bei Gumball-Ride-Karten. Damit werde ich auch nie spielen können. So. Hier haben wir dann das Deck. So sehen die Karten von hinten aus. Schwarz-Weiß, das heißt übrigens auch in japanischen Schwarz-Weiß. Also wirklich deutsch. So, dann gehen wir mal die Karten durch. Hier haben wir zweimal Saber. Ich zoome mal ran, damit das ein bisschen schärfer ist. Ja, das zoomen wir gerade nicht. Ah, jetzt. Ja, hier sehen wir Saber. Das ist ein recht bekanntes Bild aus Fate Zero. Ich sehe nochmal Top Clay, Saber, Savant, Reality und halt deren Werte und auch ein Effekt. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Ich habe mir, wenn ich ehrlich bin, die Regeln nie durchgelesen. Dann haben wir hier nochmal zweimal Saber. Der Fokus wird gerade wieder nicht. In ihrem schwarzen Anzug. Nochmal von Nahen. Ja, weil die Karte so dunkel ist. So, machen wir so. Genau so ist gut. So, auch mal Summon Theorien Saber, der Wert, wie jetzt der Wand und auch wieder ein Effekt. Ja, gut. Warte mal, ob ich was vergessen habe. Nee, dann haben wir hier viermal Israel von 1 Bern. Viermal. Ist halt wichtiger Charakter in Fate Zero. Interessant ist, finde ich immer gut, da über den Karten hier steht auch immer ein Satz, den der Charakter in der Serie gesprochen hat. Very well, Saber, grant me victory. Und auch hier steht auch Homunculus, was sie sind, was ihre, es ist Alchemie, Homunculus und auch die Werte wieder. Dann haben wir zweimal Maya Hisau, Partnerin von, ich habe den Namen ehrlich gegessen, aber ich fand den Charakter scheiße. Ich glaube, der ist auch gar nicht im Deck drin. Genau. Cool. Auch hier steht wieder ein Satz von ihr. Focus on what matters now. Think of nothing else. Auch hier Weapons, also sie ist nur ein ganz normaler Mensch, deswegen steht hier nichts. Und ihr Wert und wieder ein Effekt natürlich. Es kommt eine Karte, die ich sehr schön finde. Das ist dreimal, das ist viermal Saber auf ihrem Motorrad. Wenn sie auch so schön lächelt. Wieder auch, my riding skill allows me to control any beast or vehicle. Weil Saber ja in ihrem früheren Leben war sie ja König Artus. Und als Ritter hat sie halt den hohen, ich hätte sogar Riding Skill Saber. Halt kann sie wirklich mit allem fahren, was es gibt. Motorrad, Flugzeug. Sie braucht dafür nicht mal irgendwie lernen. Sie kann sich direkt ans Steuer setzen und es geht los. Dann haben wir hier zweimal nochmal Invisible Air Saber. Wenn Saber noch nicht ihre volle Power schöpfen will, kämpft sie mit ihren Invisible Air. Das ist ihr Schwert und unsichtbar. Ist zwar nicht so stark, aber es ist schon mächtig. Effekt, Name und Werte, wie bei den anderen Karten. Oh ja, mein Lieblingscharakter aus der Serie. Ich hasse den.
Magic Killer Kiritsuku. Oh Gottes Willen. Ja. Darin hatten wir auch seine Partnerin. Steht auch da. Non-magical attacks are what match are truly primarily to. Ja, er ist der Meister von Saber in der Serie. Und er ist ein riesen Arsch. Aber schaut euch die Serien, die sind besser. Ihr selber nicht. Oder Weapons und er ist ein Master. Hier haben wir dann nochmal zweimal seine Partner. Jetzt haben wir das. Hier steht noch Understood. Assassin, Machine, Maya, Weapons. Wie gesagt, sind beides super Auftragskiller und mit Waffen um. Soll ich den auch gar nicht vorenthalten. Hier haben wir dann nochmal zwei schöne Karten von First Time Out. Israel von Einsperren, die waren nämlich bis dahin immer in den deutschen Alpen in einem Schloss und hat noch nie die Außenwelt gesehen. Und für den Heiligen Gralkrieg konnte sie dann endlich mal nach draußen. Das ist auch eine schöne Karte. Hier sehen wir, wie Kisugu in Einsperren Castle Saber beschwört. Das scheint auch keine Charakterkarte oder sowas zu sein. Ich habe mir das nicht durchgeschaut. Und hier steht auch: I really swear that I shall to be all the good in the world. Davon sind zwei im Deck. Dann haben wir dreimal Raver. Raver ist der Master von Ryder. Hier auch wieder ein schöner Ersatz, was ich sehe: I've got the common cell too. The Grail shows me. Hier steht auch Proof of Entry Waiver, Master und der ist auch Alchemist. Dann haben wir hier viermal Lancer. Ich weiß nicht warum, aber wenn es Spaß macht. Hier steht auch Loyal and Brave Lancer, Savant, Weapon und Yes Master. Dann haben wir hier zweimal Rider-Karten. Steht Improve a Majestic Rider. Steht auch Servant, Reality und der Wert. Hier haben wir dann den Meister von Lancer. Das ist Clock Tower Elite Pinaf. Ist auch ein Master und ist auch eigentlich müssen. Und ist gleichzeitig auch noch ein Lehrer von Waver gewesen. Und hier sieht man auch dann auch gut sein Kommandozauber, den man sein Servanten auch noch kontrollieren kann, falls nötig ist. Dann gibt es hier Karten, die sind seitlich. Hier haben wir eine Karte mit Waver und Ryder. Hier steht Go Guardius Wheels. Das ist sein Streitwagen, den als Klasse identifiziert. Steht auch nochmal hier. Auch sehr coole Karte. Hier haben wir noch viermal wieder Lancer. Da haben wir Gash Go Dare, das ist sein Speer, scheint wieder auch so eine Art Angriff zu sein. Hier sind zwei richtig schöne Karten, das sind einmal Saber. Steht auch, I will survive, surely survive, I will protect you until the end. Steht Saber sogar in The Dark Suit, Savant. Und dazu gibt es nämlich hier noch die passende Proxy Master Invisible Karte. Steht auch Saber, attends the Holy Grail for you and your Master. Die beiden ergeben nämlich ein Bild, wenn man die zusammenlegt. Ist cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. Dann haben wir dazu noch hier Heal auf Camlann. Das ist der Ort, wo König Artus in der Legende seine letzte Schlacht geführt hat. Beziehungsweise Saber ist ja nun mal König Artus und heißt auch mit echten Namen Arturia Pentadragon. Und hier steht das auch nochmal mit einem Sorry, weil es tut ihr alles leid und sie möchte halt auch den Heiligen Gral gewinnen, um alles wieder rückgängig zu machen. Aber da schweife ich sonst ab. Die letzten vier Karten im Deck sind nochmal Waver. Steht dann auch nochmal A Battle of Pure Skill, where title and information mean nothing. It's a perfect place for me. Und hier ist auch nochmal Scholar-Blooded Magus, Waver, Master und Alchemist. Ja, das waren alle Karten aus diesem Deck. Wie gesagt, ich habe es mir als großer Fate Stay Night Fan gekauft, weil ich einfach auch was sowas aus der Serie. Ich wollte nicht nur Figuren haben und
und die Serie auf DVD. Ich finde dann, wenn man ein großer Fan ist, muss man auch sowas haben. Ein Kartenspiel davon. Weil ich das sowas schön finde, sich dann anzusehen. Die Bilder sind toll. Also ich kann das Kartendeck, ich kann dieses Kartenspiel absolut jedem empfehlen, der von dem, wenn man, wenn es natürlich von seiner Serie übernommen wurde, einfach mal aus Spaß, so bin ich drauf gekommen. Ich habe gesehen, dass es dieses Kartenspiel gibt und habe dann Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß-Deck und habe dann einfach eine Serie da eingetippt und dann sieht man meistens, ob es einen Treffer gibt oder nicht. Ja, die Verpackung wäre jetzt gerade nicht so, wie ich möchte. Ah, jetzt haben wir es. Oh, ich hab keine Laufzeit mehr. So, Verpackung später zu, nochmal zu ordentlich zusammenpacken. Auf jeden Fall, das war meine Review zum Schwarz-Weiß-Deck. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach hoch und kommentiert und abonniert. Ich wünsche euch noch einen, wünsche euch was. Auf Wiedersehen.